Austria represents a unique situation when it comes to cannabis. Buying and growing plants is relatively legal, and smoking weed is becoming increasingly decriminalized. But the medical use of marijuana is still very uncommon in Austria. Although the number of patients seeking cannabis treatment has boomed in recent years, legal restrictions still prevent the medical application of the whole plant. To find out more, we will visit Austrian patients, doctors, activists, and the only company that has the exclusive license to grow and sell marijuana. To begin, we meet Willy, a cannabis patient and activist living in the small city of Salzburg. Ohne Marihuana war ich halt ein Pflegefall. Ich hab 2004 einen Unfall gehabt, hab mir das Sprunggelenk verletzt, hab jahrelang Morphium gekriegt. Du kannst nicht mehr Sätze bilden, du kannst nicht mehr klar denken. Das ist das Morphium, das sind die Nebenwirkungen. Dann habe ich eigentlich illegalerweise angefangen zum Cannabis ansetzen. Und ich bin eben draufgekommen, dass mir Cannabis sehr gut hilft für die Verspannung und für die Entzündungen, die ich habe. Ich habe auch andere Leute kennengelernt, die was in derselben Situation gewesen sind wie ich. Dadurch haben wir den Cannabis-Sozialclub gegründet. Der ist uns genehmigt worden und wir waren der Erste im deutschsprachigen Raum. Die letzten 5 Jahre sind halt die Polizisten einmal vorbeigekommen, haben uns einmal abgeschnitten, bin auch verurteilt worden. Da habe ich einfach nicht mehr aufgehört. Hauptsache, es kann helfen und es lindert Leiden. Ich versorge meine Patienten mit der Blüte zum Verdampfen. Ich versorge es mit Öl. Das kommt immer drauf an, was sie brauchen. The options of Austrian patients to be treated with cannabis legally are very limited. Dr. Blas, Austria's leading doctor specializing in cannabis treatment, believes the law should be updated. Cannabis ist eine Substanz mit einem sehr breiten Einsatzbereich, ein sehr breites Spektrum. Man kann es einsetzen in der Neurologie, zum Beispiel bei dem Tourette-Syndrom oder bei der Multiplen Sklerose oder bei chronischen Schmerzen. Also die schwierigste Aufgabe für den Patienten sind die hohen Medikamentenkosten und die können von den Patienten alleine nicht getragen werden. Bei uns in Österreich gibt es nur die Möglichkeit, Monocannabinoide zu verschreiben, das ist das reine THC. Natürliche Pflanzenteile darf man in unserem Land leider nicht verschreiben, wäre sehr günstig, denn es würde 70 bis 80 Cannabinoide beinhalten. Also wir sind hier sehr, sehr stark eingeschränkt. Although it is illegal to use cannabis plants for medical purposes, there is still one company that not only has the license, but also the obligation to produce weed. Die AGES ist ein Unternehmen, das im Eigentum der Republik Österreich steht und seit 2008 berechtigt, Cannabis für medizinische Zwecke zu produzieren. Diese Blüte ist das Ausgangsmaterial für Medikamente und wird an die Pharmaindustrie abgegeben. While the state itself is currently the only legal producer of marijuana in Austria, other entrepreneurs like Hanfgarten are hoping for an amendment. Their crowdfunding campaign for medical marijuana has been one of Austria's most successful. Das kommerzielle Ziel von Hanfgarten ist es, Hanfpflanzen, Hanfsamen, Hanfprodukte zu vertreiben und sobald das möglich ist, eben auch medizinisches Cannabis. Unsere Crowdfunding-Kampagne mit fast 1 Million Euro hat gezeigt, dass das Thema in der Gesellschaft angekommen ist und dass es hier unbedingt Handlungsbedarf gibt, die Gesetzeslage zu ändern. Hier sind wir in unserer Produktionsanlage. Hier stehen auf ca. 10.000 Quadratmeter Hanfpflanzen, die im Moment nur wachsen dürfen, nicht blühen. Aber wir sind bereit für die medizinische Produktion. Nach der Legalisierung von medizinischem Cannabis in Deutschland bewegt sich auch in Österreich etwas. Wir hoffen, dass es da zu einer raschen Lösung kommen wird. Wir müssen immer daran denken, jeder Tag Illegalität länger bedeutet einen Tag länger Schmerzen für Menschen, die die Hanf einfach als Heilmittel brauchen. But for patients who can't wait for an amendment of the drug law, activists like Willy are the only hope for getting the treatment they need. So, wir fahren jetzt zu einem älteren Ehepaar, das sind Mitglieder vom CSC Salzburg. Die sind jetzt lang mit Morphium behandelt worden. Ich bringe ihnen jetzt die richtige Medizin vorbei, die was keine Nebenwirkungen hat und die was sehr gut helfen kann. Ich habe jetzt CBD-Tropfen mitgenommen, die was da sehr gut helfen. Meine Frau hat Borreliose. Sie hat verschiedene Medikamente bekommen von verschiedenen Ärzten. Aber es hat nichts geholfen. Das ist die Blüte. Bevor ich mit dem Cannabis angefangen habe,
habe ich nicht rausgehen können. Und jetzt geht es schon langsam ein bisschen besser. Ich werde einfach nicht aufhören, die Pflanzen den Patienten weiterzugeben, weil es einer einfach hilft. Und das gibt mir eigentlich die Kraft wieder zurück. Only a few days after the shoot, Willy was arrested for continuing drug production. He is currently awaiting a court hearing. Ich verstehe nicht, warum Cannabis in Österreich noch nicht legalisiert wird. Es wird so vielen Menschen helfen. Kranken Menschen. Man müsste das Suchtmittelgesetz nur in geringster Weise abändern und natürliche Pflanzenteile für die Medizin zulassen. Mehr wäre es nicht. Das Gesundheitsministerium will jetzt ein Expertengremium einsetzen, in dem das Ganze diskutiert wird. Wir hoffen, dass es da zu einer undogmatischen und wirklich lebensnahen Lösung kommen wird. Wenn man den Markt für medizinisches Cannabis öffnet, bringt das natürlich irrsinnig große Steuereinnahmen. Wenn man es mit dem Beispiel Colorado vergleicht, werden das in Österreich rund 200 Millionen Euro im Jahr nur an Steuereinnahmen, Arbeitsplätze, Know-how. Wir möchten Österreich zum internationalen Vorreiter in der medizinischen Cannabisforschung machen. Man muss uns nur lassen.